Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Risen Titan Lords. Risen 3 Titan Lords. Sorry. Wann auch immer ihr euch dieses Video anguckt, vielleicht haben wir das schon 2020 oder so. Egal. Jetzt weißt du, woher dem wieder bekannt vorkam. Ich habe die Fische. Ich habe Fische für dich. Ich habe Fische für dich. Dann zeig mal, was du hast. Danke. 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 Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Ich mach mal Schleichen. Bring mir bei, wie ich gut schleichen kann. Kopf tief halten, hinter Sachen verstecken und auf keinen Ast treten. Achte immer darauf, wo du hinläufst. Aber schwieriger ist es, nicht gesehen zu werden. Also bist du am besten nachts unterwegs, wenn alle schlafen. Allerdings ist nachts auch weniger Lärm und man hört dich leichter. Panzerknacker lernen. Meisterdieb. Zähne ziehen. Das könnte doch interessant sein. Wie ich Schlösser knacken kann. Das Wichtigste ist es, dabei nicht gesehen zu werden. Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Ich gehe davon aus, dass du nichts Verbotenes mit diesem Wissen anstellen willst. Also, du gehst zu deiner eigenen Truhe, für die du den Schlüssel verloren hast. Dann nimmst du dir ein biegbares Stück Metall und drückst damit ein bisschen im Schloss herum. Zuerst tastest du den Mechanismus ab, damit du weißt, wie er gebaut ist. Dann biegst du dir das Metall so zurecht, dass du den Mechanismus aushebeln kannst. Hörner nehmen leer, nach so eine Saufscheiße. Schleichen L3. Du kannst aufhören zu schleichen, ich hab dich gesehen. Du kennst aber. Das ist doch bestimmt hier, Seekarte. Komme ich da nicht einfach nach Scheiße? Wie schade, ich komme da doch nicht so. Das ist doch, wenn ich hier jetzt unten lang schwimme. Hier. Dann schwimme ich hier rüber. Und dann ist doch hier extra, hier kommt man doch auch hoch. Dann brauche ich doch die Brücke eventuell gar nicht. Du kannst aufhören zu schleichen. Ja, das fand ich gut. Das hat mir wirklich gefallen. Du kannst aufhören zu schleichen, ich habe dich gesehen. Sehr schön. Der hat darauf reagiert. Vielleicht reagiert auch jeder darauf so, dass sie alle sagen, du kannst auf so schleichen, ich habe nichts gesehen. Kann ich nicht über die Lava klettern, einfach drüber springen. Wenn man ganz leichtfüßig darüber hopst und versucht, möglichst wenig den Boden zu berühren. Vielleicht geht das ja dann, vielleicht geht es auch in Wirklichkeit. So. Ach, Axt. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wollen die mich verarschen? Ich glaube, ich sollte mal was nehmen, sonst hat es sich gleich ausgeschlichen. Deine Wunden sehen schlimm aus. Ich glaube, ein Schluck Rum wäre jetzt angebracht. Ich kann aber nicht immer rumsaufen. Dann ist ein Alkoholiker, der trocken werden will. Ich versuche einfach mal rüber zu schwimmen. What? Ach, was eine Scheiße. Hilfe. Wo bin ich denn hergekommen, verdammt? Ja gut, dann geht das eben nicht. Der Lipo darf nicht bescheißen. Herr Lipo, sind Sie bekloppt? Wollen Sie uns bescheißen? Wie soll ich jetzt die Brücke reparieren hier? Verdammte Axt. Das ist wieder so nach dem Motto, was nicht sein soll, was nicht sein kann. Man hat ja gesehen, an allen anderen Stellen kann ich ja schwimmen. Und da, wo es nicht sein soll, da kann man nicht mal einen Meter schwimmen. Ah, lecker Kau, ist auch so köstlich, lecker schmackhaft. Und hasselig gesehen und alles zusammen.
Da würde man sich am liebsten die Haut von den Fingern ziehen, um seine Finger auswringen zu können. So lecker ist der Kakao. Ach, wie soll ich denn da rüberkommen? Kann doch nie sein. Kann ich so weit springen hier? Oder er schwimmt einfach durch Lava. Vielleicht habe ich eine Magie. Nimmt weniger Schaden. Da kann ich mir auch nicht vorstellen. Ach man. Das war schon ernüchternd genug. Das muss aber irgendwo anders gehen. Ich glaube, wenn ich Let's Plays Speedruns sehen würde, dann würde ich mir die am ehesten höchstens noch in so einer Spielweise ansehen. Ach, hier ist das. Hier war das, wo ich, wo dieser Typ da oben so grantig ist. Kann ich ihn, reagiert darauf? Kann ich denen was erzählen mit der Brücke? Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen. Wenn Kaladorf hält, die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kaladorf befreit ist. Es ist, wenn jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein. Ein Dämonenjäger. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Hab ich doch schon. Ich habe das Grimoire gefunden. Dann zeige es mir. Hier. Sehr gut. Heißt denn wirklich noch in der Alpenburg-Ruine im Westen? Ja, in den Fängen eines ziemlich übel gelaunten Schattenlords. Ja, ich wusste, er hat sich im Westen versteckt. Gut, dass du das Grimoire retten konntest. Was ist mit dem Schattenlord geschehen? Der Schattenlord im Westen ist erledigt. Aha. Das wird die Gemüter wieder etwas heben. Gut gemacht. Wie kann ich euch unterstützen? Unsere letzte Schlacht führten wir im Norden des Landes. Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerfließt. Komm mit, ich zeige es dir. Das ist wohl wirklich die... Und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut auf. Ich glaube, das ist wirklich noch. Eigentlich ist das die Insel, zu der man als allererstes soll. Ich werde es versuchen. Nicht versuchen. Tu es oder tu es nicht. Gut, dass ich nicht irgendwelche sinnlosen Knöpfe drücken müsste, wie, keine Ahnung, Dreieck, Kreis, Kreis, Quadrat, X, Dreieck, Kreis, X oder sowas. So eine Tanzmatten-Session hier an den Start legen soll. So. Nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen.
Was wird nun mit dem Grimoire geschehen? Ich muss es studieren. Ich muss herausfinden, wie wir deinen Geist wiederfinden und zurück in deinen Körper locken. Du solltest in der Zwischenzeit an deinen Fähigkeiten arbeiten. Schließe dich einer starken Gemeinschaft an und lerne ihre Kampfesfertigkeiten. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und ich brauche deine ganze Kraft, wenn wir bestehen wollen. Das ist also die... Eigentlich ist das die allererste Insel, bei der man anfängt. Nehme ich mal an. Weil das würde dann einen Sinn ergeben. Dann lernt man hier ein bisschen die einfachen Gegner platt machen. Hier lernt man jetzt auch, wie man die Kristalle platt macht. Und dann muss man... Dann, jetzt kann ich wohl von Insel zu Insel gehen und kann diese Kristallportale zerstören. Das konnte ich ja vorher nicht. Weil der Lipo, da musste natürlich erstmal randommäßig die Inseln erforschen. Aber so spiele ich halt. Viel schlimmer war es aber bei diesem DLC von, wo ich mir die sogar als Box gekauft habe, wo ich die Karten gar nicht spiele. Blood and Wine. Da habe ich ein bisschen angefangen, ein bisschen so drei Punkte von der Hauptquest zu spielen. Dann habe ich die ein bisschen alles erkundet, was zu erkunden war. Und jetzt habe ich es seitdem gar nicht mal gespielt. Vielleicht spiele ich es mal bald wieder. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Wegen deiner Krieger. Winter hat seine Feigheit überwunden und ist wieder der Alte. Das ist sehr gut. Ich dachte schon, wir hätten ihn verloren. Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ja, ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden. Verstehe. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Tränke brauen, Alchemie lernen, Ritualmeister lernen, war nix. Oh ja, Schuss, Alter. Ja, tschüss, Thomas. Geh mit Gott, Lippo, aber hau endlich ab. Willst du kein Dämonenjäger werden? Nein, so eine Scheiße will ich nie werden. So, jetzt hat man gesehen hier. Ja, ich nehme an, das ist die Startinsel, wo man wirklich startet, ganz am Anfang. Weil dann kriegt man auch die Power, um die Portale zu zerstören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ziel des Spiels war, das jetzt erst zu lernen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen rum und mache ein bisschen Kristallportale platt. Tschüss und danke fürs Anschauen und egal wann es sein wird, meint wir uns 2025. Tschüss, bis zum nächsten Mal.